Hallo, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Margret Madeisky. Ich bin Heilpraktikerin und Mitbegründerin von Natura Naturans, Arbeitsgemeinschaft für traditionell abendländische Medizin. Wir bilden aus und fort, unter anderem in Kräuterheilkunde, seit nun bald 30 Jahren. Ich selbst bin 28 Jahre dabei und möchte euch heute ganz bisschen was erzählen über die Pulsatilla, die Küchenschelle, die hier zu meinen Füßen gedeiht, an diesem wunderbaren Kraftplatz in der Nähe von Herrsching-Andechs, Bäckerbichl. Die Pulsatilla ist ja in der Homöopathie eine der wichtigsten Heilpflanzen für PMS, für Brustspannen, Stimmungsschwankungen vor der Regel, vor allem wenn man ganz nah am Wasser gebaut hat und sehr viel weint, also sehr weinerlich ist vor der Regel oder eben die Stimmung auch schwankt zwischen Lachen und Weinen. Man sagt, eine Stimmung hat die Pulsatilla wie ein Apriltag. Wenn Sie sich da ein bisschen wiedererkennen, dann wäre es ganz interessant, mal die Pulsatilla homöopathisch zu nehmen, zum Beispiel eine D12 in der zweiten Zyklushälfte einfach jeden Morgen ein paar Globulis zu probieren oder eben auch eine andere Potenz sich aussuchen zu lassen von der eigenen Homöopathin oder Heilpraktikerin. Die Pulsatilla hat sich sehr, sehr bewährt bei Gelbkörpermangelzuständen. Auch in Kinderwunschpraxis macht sie sich sehr gut, denn Gelbkörpermangel ist nach wie vor ein häufiges Problem bei unerfülltem Kinderwunsch. Das ist vor allem der Fall, wenn eben Brustspannen vor der Regel dabei ist und Stimmungsschwankungen, aber auch wenn das Blut zum Beispiel sehr klumpig ist oder es im Bauch zieht, schon ein paar Tage vor der Regel, dann kann Pulsatilla mal sehr hilfreich sein. Die Pulsatilla ist sogar in einer Studie mal getestet worden, die allerdings schon recht veraltet ist, aber trotzdem sehr aussagekräftig in meinen Augen. Und zwar wurden zwei Gruppen von Ratten bearbeitet. Die eine hat Progesteron, also ein richtiges Hormonpräparat bekommen, und die andere eine homöopathische potenzierte Form von Pulsatilla. Und hinterher, so sind nun mal leider diese Versuche, hat man eben den Uterus der Ratten angeschaut und hat gesehen, dass die Veränderungen auf die Homöopathie genau dieselbe war wie eben auf das Hormonpräparat. Und das beobachten wir eben auch in der Praxis, dass wir also hormonelle Schwankungen, hormonelle Disbalancen mit der Pulsatilla hervorragend beeinflussen können, wenn die Leitsymptome stimmen, eben die Stimmungsschwankungen, der Wechsel der Symptome, das klumpige Blut, das Ziehen im Unterbauch oder eben auch einfach das Frostige, weil sie hat ja selber, wenn man sie mal anschaut, so einen kleinen Pelz an. Für heute danke ich euch und hoffe, dass ich euch wiedersehe beim nächsten Video über Pflanzen. Danke, tschüss.